Ja, ein fröhliches Hallo an alle YouTuber. Ich bin's mal wieder, euer Kalrim84 mit einem außergewöhnlichen Update aus meiner Sammlung. Heute möchte ich euch mal Jan Tenner vorstellen. Das ist alles, was ich von Jan zurzeit habe. Das ist eine Kinderhörspielserie aus den 80ern. Die habe ich früher gerne als Kind gehört. Und das sind noch alle Kassetten, die übrig geblieben sind. Und es werden natürlich immer auf Flohmärkten versucht, immer noch die fehlenden Kassetten zu ergattern, wobei die Preise doch sehr hoch gehandelt werden. Ich fange mal an mit der ersten Folge, Folge 1. Da haben die Kassetten immer so schön ausgesehen. Jan Tenner, Angriff der grünen Spinnen. War immer ab 9 Jahren freigegeben. Hier vom Kiosk, wie man schön sehen kann. Und dann sehen die Covers immer richtig schön aus. Es sind unglaublich tolle Geschichten. Die Kassetten sind natürlich aufgemacht wie eine von Benjamin Blümchen, aber geht schon ziemlich knallhart zur Sache hier bei Jan Tenner. Wie ich gesehen habe, könnt ihr euch auch die Hörspiele hier auf YouTube angucken. Ja, hier sind nochmal einzelne Infos zu jedem Hörspiel. Genau, damals gab es nur bis Folge 27, zu der Zeit, wo die Kassette rauskam. Ne? Hier kann man es sehen. In Hamburg wurden die vertrieben. 1980 ist wirklich schöner, starker Tobak. Wie gesagt, ich höre sie immer noch. Ich habe noch einen guten alten Walkman, da höre ich die gerne immer mal abends. Und auch hier im Wohnzimmer habe ich noch einen Kassettendeck, da lasse ich die gerne mal laufen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Tödlicher Nebel, Folge 2. Sieht echt schick aus. Immer unglaublich tolle Abenteuer. Mit Captain Futura und Mimo sind immer super. Wer das noch kennt, der gehört echt zur Hörspielelite. Würde ich mal sagen. Macht wirklich Spaß. Und man kann es auch heute noch hören. Also hier Covers, die echt top aussehen. Wie gesagt, mittlerweile gibt es, glaube ich, 47 oder 46 Folgen. Leider habe ich sie alle nicht. Ich habe sie bis Folge 14, habe ich sie vollständig. Danach fehlen immer einzelne Kassetten. Wenn jemand die auch sammeln sollte oder welche doppelt hat, oder wie auch immer, oder bitte loswerden möchte, bitte bei mir, bitte, ja genau, bei mir melden und wir kommen dann ins Gespräch und können vielleicht diese Kassetten austauschen. Ja, hier Entführung ins All. Ach, das sind so tolle Abenteuer, die hier immer sind. Fluch der Silberkugel, das ist einfach wunderschön. Hier geht's schon los mit Folge 14, die Zeitfalle. Und ab da hakeln sie dann. Folge 15 fehlt mir. Hier geht's dann gleich weiter mit Folge 16. Dann kommt schon 18. Ja. Dann kommt schon 22. Planet der 1000 Wunder. Das hier schon eine neuere Auflage. Das sieht man auch daran, dass die Kassetten nicht mehr beklebt sind. Können wir mal gucken. Als Vergleich. Das hier ist die Erstauflage von dem Kassettenstyle und das hier ist die Neuauflage. Hat nicht mehr so einen schönen Druck drauf wie hier. Die sind auch neuer. Ich glaube, die sind nochmal um die 2000 nochmal nachproduziert worden auf Anfrage von Sammlern.
und auch Hörspielfreunden. Naja, also wie gesagt, Folge 22, Folge 26 und naja, auf Flohmärkten ist das mittlerweile auch sehr rar. Also jeder Arsch kriegt da 3 Fragezeichen, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. Hier 7 Euro habe ich für diese Kassette bezahlt. Folge 30 ist auch ziemlich rar geworden. Und Folge 44, Krieg der Planeten, auch sehr schöne Folge. Folge 44. Ja, so sieht's aus. Und dann gibt's nochmal eine neuere Auflage. Die kam dann auf CD raus. Jan Tenner, 2 Steins Entmachtung. Leider andere Sprecher wie damals. Okay, finde ich eigentlich schade. Genau, 2002 kam das raus. Ist nicht mehr so gut. Ich habe einfach mal dann einen Teil aus der neuen Reihe genommen, um mir das mal anzuhören. Ist aber kein Vergleich zu den guten alten Kassetten. Ja, ich hoffe, dieses Update hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Kairim84. Ciao.